Huhu Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal haben wir hier den Schatz von Aiko verteidigen müssen und Aiko aus der Gefangenschaft von Lani befreien müssen. Und dabei hat uns dann der Rotschopf gestört, der zweite Kopfgeldjäger. Und die mussten wir dann bekämpfen und die haben gewonnen. Und jetzt schauen wir mal, wie es der anderen so geht. Suchen wir mal Aiko. Die hat ja bestimmt jetzt ihren Schatz wieder zurückgebracht an den ursprünglichen Platz, wo er hingehört. Und da gehen wir nochmal nachschauen. Hey Moko, was sagst du? Nicht schlecht, danke für deine Hilfe, Mann. Kein Thema, Kumpel. Anscheinend haben wir jetzt einen Stein im Brett bei ihm. Der war ja davor sehr skeptisch mit uns. Was mit dir? Danke, dass ihr Aiko gerettet habt, Kubo. Bisschen Ratzen? Wer lange schläft, wird groß und stark, Kubo. Nö, brauchen wir nicht. Wir haben uns erst geheilt vor den Wandgemälden. So, was mit dir, Kumpel? Ich glaube, Mogu versucht, sie bei Aiko zu entschuldigen, Kubo. Echt? Aber sie findet wohl nicht die richtigen Worte, Kubo. Ja. Sie kann nur auch nur Kubo sagen. Das ist natürlich schwierig dann, ne? Kubo! Gehen wir mal reinschauen, wie es den Herrschaften so geht. Ach, Vivi ist auch da. Und Lilly kommt auch. Und da oben schaut. Seht ihr das? Da oben schaut Mogu rein. Sie hat noch kein einziges Wort gesagt, seitdem wir hier sind. Sieh dann, ich brauche deinen Rat. Großvater sagte zu Aiko, das Dorf nicht zu verlassen, bis ich 16 Jahre alt bin. Aber Aiko möchte jetzt mit Sidan und den anderen mitgehen. Wirklich, ich habe mir das gründlich überlegt. Was denkst du darüber? Dorf verlassen oder hör auf deinen Großvater? Ja, dein Großvater hätte ja wahrscheinlich gedacht, dass du dann alleine irgendwie weggehst. Wenn du natürlich noch klein bist, dann wirst du es natürlich nicht schwer haben, wirst du es natürlich schwer haben und du wärst vielen Gefahren ausgesetzt. Aber ich glaube, wenn du mit uns gehst, wir sind eine starke Truppe, dann bist du sicherer als hier bei den Mokis. Ich weiß nicht, ob die dich so gut verteidigen können. Gegen Lani hat es ja nicht so gut geklappt. Also komm lieber mit. Wenn du wirklich jemanden brauchst, der dich ermutigen soll, bin ich genau der Richtige. Aiko, kümmere dich nicht zu viel um das, was dein Großvater gesagt hat, sondern folge deinem eigenen Willen. Genau. Würde ich auch sagen. Es spielt doch überhaupt keine Rolle mehr, was ich sage, oder? Ich bin mir sicher, du hast deine Entscheidung schon getroffen. Toll. Wir haben ja keine Entscheidungsfreiheit hier in diesem Rollenspiel. Aber natürlich wollen wir Aiko haben. Sie kann heilen, sie kann Bestia beschwören, das brauchen wir. Ich denke, hier kann Vivi dir einen guten Ratschlag geben, Aiko. Was, Vivi? Du überrennst den armen Kerl wieder total. Was, ich? Jetzt muss er sich wieder irgendwas aus den Ärmeln fischen. Aus den Fingern saugen. Na, dann mach mal, Vivi. Ich weiß auch nicht. Okay. Einmal ein Wort. Weißt du noch, als du mir im Baum Ifas sagtest, du darfst sie nicht belügen, sondern musst immer deinen eigenen Gefühlen treu bleiben und ihnen folgen. Ich mag die Pose von Vivi, wenn er mal so schüchtern guckt. Ich werde mich anstrengen, deinen Rat zu befolgen. Und deswegen musst du auch deinen Gefühlen gegenüber ehrlich sein, Aiko. Sind sie beide voll verlegen. Ach, ist das süß. Ja, das stimmt. Man kann ja nicht nur Wasser predigen und Wein trinken, ne? Oder umgekehrt. Nee. Das hätte ich ja beinahe selbst vergessen, obwohl ich das selbst gesagt habe. Danke, Vivi. Ha, jetzt verstehen sie sich ja blendend. Ich werde den Kristall als Ohrring tragen, dann werde ich ihn auch nicht verlieren. Ja, der Kristall ist der Schatz, der gestohlen wurde von Lani. Und das ist der Memoirenring. Ja, Leute, ich muss euch leider enttäuschen. Das können wir nicht als Accessoire anlegen und Abilities lernen. Das ist ein seltener Gegenstand. Den werden wir uns dann gleich anschauen. Aiko? Ich glaube, Momo möchte dir etwas mitteilen. Was? Lilly, du verstehst auch die Momo-Momo-Sprache? Kukubo. Mogu hat so eine Halskrause, so ein Pelzmantel, also wie so ein Pelzmantel sieht das aus. Kubo. Aber nein, Aiko ist die überhaupt nicht. Und ob ich dem Wesen bin? Du hast Aiko schon wieder alleine gelassen. Dann hast du Aiko doch versprochen, es nicht mehr zu tun. Voll zusammengefaltet. Stell dir vor, dir steht was zu und dann bin ich nicht da. Was machst du dann? Kubo.
voll zur Schnecke gemacht, die arme Mumu. Schon gut, uns ist ja beide nichts passiert. Du bist immer so lieb zu Mugu. Mugu ist mein bester Freund. Außerdem wurden Mugu und Aiko am selben Tag geboren. Und seitdem sind wir immer zusammen gewesen. Stimmt, es stand hier irgendwann am Haus oder so, in der Küche, glaube ich. Diese Schleife ist der Beweis dafür, ein Geschenk von Mugu. Ja, die Schleife wird später noch eine Rolle spielen. Mugu, hast du auch die Schleife, die Aiko dir geschenkt hat? Kubo. Ah ja, genau, die Schleife meinte ich. Die wird noch eine besondere Rolle spielen. Sie hat Aiko Mugu geschenkt. Sie ist noch ein bisschen zu groß für Mugu. Aber wenn wir zwei richtig feine Damen geworden sind, werden wir sie zusammen tragen. Das singt sie wieder ab. Zu geil, die Animation. Kubo. Dann musst du aber mit mir ausgehen, oder sie da? Ja, wir reden später. Sie da? Frag mich eh, woran man die Geschlechter bei diesen Mokis erkennt. Da hat Julie überhaupt nicht zugehört. Ja, vielleicht an diesen Pelzmänteln. Aber nee, das Mokri-Weibchen bei Kisama Lukis Grotte hat ja auch sowas nicht. Keine Ahnung. Wo ist Lilly wohl hingegangen? Stimmt, sie ist irgendwie weg. Hey, hast du sie vielleicht gesehen, Kumpel? Sag schon. Hey. Okay, hat nichts von Lilly gesehen. Der Kochtopf steht immer noch da rum. Mensch, Eiko muss mal abwaschen gehen langsam. Nein, ich will immer noch nicht schlafen, danke. Fürs Angebot, aber... So, ist jetzt ein bisschen tricky, wir müssen jetzt nämlich hier hin. Und da erscheint ein Ausrufezeichen. Dieses Lied. Welches? Ich höre nichts. Lilly? Die Stimme kommt von unten. Lilly, bist du hier? Ah, jetzt höre ich was. Das Lalala-Lied wieder, was wir schon in Limblum bei ihr gehört haben, bei dem Aussichtsturm. Und das ist ja ganz romantisch in einem alten Kahn. Beim Sonnenuntergang. Sieh da! Sing nur weiter, ist ja schließlich unser Lied. Ach, hast du gleich mal so erklärt, ja. Wie hast du diesen Ort hier unten nun gefunden? Hey Lilly, ich glaube, du hast das Zeug zu einem Räuber. Wollen wir uns nicht zusammentun und unter dem Namen das diebische Ehepaar berühmt werden? In deinem Kopf an meiner Schulter, es ist schön ihn dort zu spüren. Und wir spielen Bonnie und Clyde. Das mit dem Talent lasse ich mir noch eingehen, aber der Name... Tja. Hat nicht so viel Fantasie, der gute Silan. Ich finde, du bist in letzter Zeit, wie soll ich sagen, ziemlich gut drauf. Ja, sie jubelt jetzt wieder nach dem Kampf, daran kann man es erkennen. Wenn dem tatsächlich so ist, dann habe ich das deinen Bemühungen zu verdanken, Silan. Oh, stop it, you. Aber nicht nur mir, du hast auch deinen eigenen Teil dazu beigetragen. Weil du es wirklich wolltest. Aber ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Alleine wäre ich doch nicht einmal nach Limblum gekommen, geschweige denn zum äußeren Kontinent. Alles, was ich bis jetzt versucht habe, schlug immer fehl. Nicht mal meine eigene Mutter konnte ich zur Vernunft bringen. Aber die Nebellichten, Kuya aus seinem Versteck locken und alles andere wäre mir nie möglich gewesen, wärst du nicht an meiner Seite geblieben, Sidan. Und auch all die anderen. Ja komm, du hast da... Du hast uns aber immer schön geheilt, deswegen haben wir es geschafft. Ja, das stimmt wohl. Alle haben ihren Teil dazu beigetragen. Vivi und Aiko beim Baum Ifas, Quina beim Verlassen des Kontinents des Nebels, Freya, der gute alte Steiner, Beatrix, die Seiten gewechselt hat. Ja, vergiss mal die Tantalus-Bande nicht. Ich weiß, ich habe sie nicht vergessen. Ich hoffe, sie sind alle wohlauf. Aber manchmal, da beschleicht mich diese Unsicherheit. Voll reingejumpt. Ob ich den Erwartungen aller, die mich unterstützt haben, gerecht werde. Ob ich ihre Wünsche und Hoffnungen erfüllen kann. Ach was, nur nicht zu viel nachdenken. Aber, ja, das ist Zidans Devise. Nicht so viel nachgrübeln. Einfach sein Leben leben und Spaß haben. Keiner von uns, Lilly, keiner erwartet, dass du dich für uns verantwortlich fühlst. Es ist ja nicht so, dass sich alle nur für dich aufgeopfert haben, Lilly. Sie beschreiten alle den Weg, den sie selbst gewählt haben. Zum Beispiel den Weg des Essens. Den Weg, den sie selbst gewählt haben. Und du, Sidan?
Tja, das ist die gute Frage. Was will sie dann eigentlich? Da hilft ja immer nur die anderen, aber was ist eigentlich sein eigenes Ziel? Warum bist du mit mir gekommen? Ist der wirklich so, wie soll ich sagen, so uneigennützig, so aufopferungsvoll? Aber er will, ja, für ihn springt ja auch ein bisschen was raus, was Schätze angeht und so. Weil am besten ich zitiere Ibsen. Ibsen? Wer ist das? Den Entdecker Ibsen hat es früher schon mal wirklich gegeben. Und die Erzählungen basieren auf seinen Abenteuern. Ja, der Name Ibsen wird uns später nochmal begegnen. Können wir uns schon mal im Hinterkopf behalten. Also die Geschichte geht so. Es war einmal vor einer langen Zeit in einem fernen Land. Es war einmal zwei Freunde, die Ibsen und Colin hießen. Sie arbeiteten auf einer kleinen Burg. Als eines Tages ein Brief Ibsen erreichte. Aber der Brief war so vom Regen durchnässt, dass man kaum lesen konnte, was in ihm geschrieben stand. Komm nach Hause, waren die einzigen noch lesbaren Worte. Heute steigt man in ein Luftschiff und fliegt nach Hause, kein Problem. Aber zu dieser Zeit gab es sowas noch nicht. Ohne zu wissen, was eigentlich los war, nahm sich Ibsen frei von der Arbeit, packte seine Sachen und machte sich auf die Reise. Sie überquerten Berg und Tal, fochten sich durch den dichten Nebel und kämpften sich durch Monsterhorden. Aber zu zweit konnten Colin und Ibsen es schaffen. So reisten sie tagelang. Bis eines Tages Ibsen zu Colin aufsah und fragte: Sag mal, warum hast du dich überhaupt entschlossen mitzukommen? Tja, warum wohl? Was hat Colin geantwortet? Weil du dich entschlossen hast zu gehen. Und mit diesen Worten treiben wir aufs Meer hinaus. Tja, sie dann. Die gute Lilly, naiv wie sie ist, glaubt ihr das vielleicht? Dass du ihr bis ans Ende der Welt folgen willst, aber ich glaube, du bist auch selbst auf der Suche nach etwas. Übrigens, Entschuldigung, dass jetzt keine Videos kamen, weil ich war nämlich zelten das ganze Wochenende. Und zwar voll cool. Bin auch ordentlich rot und ein bisschen braun geworden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bloß fallt euch in die Arme und küsst euch. Und heiratet und kriegt Kinder und. Nee, aber das ist ja. In den Japano-RPGs ist das immer alles etwas subtiler. Da geht das nicht so schnell. Hörst du das? Hörst du auch jemanden singen? Hä? Aber das ist ja dein Lied. Lilly, hast du dich klonen lassen? Hast du eine Zwillingsschwester? Wie? Aber das kann nicht sein. Die heiligen Wandgemälde sehen im Sonnenuntergang fast so aus, als ob sie lichterloh in Flammen stehen würden. Ich habe diesen Anblick schon nur einmal gesehen. Bist du dir da sicher? Du kannst dann wohl nicht schon hier gewesen sein. Wir haben das brennende Medeinsari gesehen, die Szene aus dem Intro. Lilly! Und irgendein riesiges Auge über Medeinsari. Naja, mal sehen, wie sich das alles zusammenfügt, das werden wir schon noch sehen. Lilly, was ist los? Einige von euch werden dann bestimmt schon eins und eins zusammenzählen können. Aber wir werden das schon noch zur rechten Zeit sehen, wie das jetzt alles zusammenhängt hier. Wo ist Vivi? Okay, Lilly scheint es wieder gut zu gehen, hat irgendwie einen Schwächeanfall gehabt. Er war am Schlafen und ich wollte ihn nicht wecken. Okay. Möchtest du darüber reden?
Ich habe keine Erinnerungen an meine Kindheit. Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, weil ich dachte, ich hätte diese Zeit einfach vergessen. Es hat mich auch nie jemand nach meiner Kindheit oder dergleichen gefragt. Wenn wir jetzt in Final Fantasy 8 werden, dann wüsste ich eine Erklärung dafür. Dass ich in Alexandria aufgewachsen bin, stimmt, aber ich glaube erst nachdem ich 6 war. Erst ab 6 und davor? Davor bis 6 bin ich hier in Medinzari aufgewachsen. Was? Aber wie geht das denn? Jetzt bin ich verwirrt. Leute, was hat das zu bedeuten? Ich kann mich noch nicht so wirklich an alles erinnern. Es ist alles so verschwommen. Aber ich weiß, vor ungefähr 10 Jahren hat ein fürchterlicher Wirbelsturm dieses Dorf heimgesucht. An diesem Tag bin ich mit meiner leiblichen Mutter in einem kleinen Dorf aus diesem, in einem kleinen Boot aus diesem Dorf geflohen. Ach, das war Lilly mit ihrer Mutter also. In dem Intro-Video. Tja, was ist denn aus ihrer Mutter geworden? Genau wie das kleine Boot, das in der Bucht hinter dem Haus von Aiko liegt. Als ich mit Zidane auf dieses kleine Boot stieg, das Lied hörte und die Wandgemälde sah, kamen meine Erinnerungen plötzlich wieder. Ist es das Lied von Medain Sari? Deswegen konnte dir keiner sagen, woher du es kennst. Gut möglich. Aber was ist jetzt mit dem Riesenauge da? Also wenn das Auge schon so riesig ist, was muss denn das da für ein riesenfettes Monster sein? So groß wie Sin von Final Fantasy X vielleicht, falls ihr das kennt. Aber wie bist du denn nach Alexandria gekommen? Und warum bist du dann dort aufgewachsen? Und das als Prinzessin? Warum hast du kein Horn wie alle Esper? Ja genau, das ist eine gute Frage. Das haben wir uns auch schon gestellt. Ich weiß es einfach nicht. Tja, die Kindheitserinnerungen sind anscheinend ausgelöscht. Ja. Nachdem ihr dieses Video jetzt gesehen habt, habt ihr auch wieder ein paar Erinnerungen verloren. Tja, Pech gehabt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Es war trotzdem unterhaltsam für euch. Nächste Folge werden wir mal sehen, was Lilly noch zu sagen hat, was wir noch über sie erfahren. Und ja, wo es als nächstes hingeht und wer uns als nächstes begegnet. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge von Final Fantasy 9. Ciao, ciao!